Rekordteilnahme am 27. Bayerbacher Frühlingslauf. 263 Läufer und Läuferinnen aller Altersstufen begaben sich am Samstag auf die Laufstrecken rund um Bayerbach an der Rax. Um Punkt 14 Uhr gingen als Erster die Knirpsi und Schüler in das Rennen, um die ersten Plätze. Und sie liefen und kämpften wie die Großen, angefeuert von den vielen Zusehern und Fans. Wie ist es dann gegangen beim Rennen? Gut, nur die letzten Meter war es dann schon ein bisschen anstrengend. Was für Startnummer hast du gehabt? 49. Und was für ein Platz? Ich glaube Dritter. Also Dritter ins Ziel. Wie ist es dann gegangen beim Rennen? Gut. Passt, freut mich. Was für ein Startnummer hast du gehabt? 48. Und was für ein Platz? Jetzt im Zug? Ich glaube, 6. Die Bewerbe Frühlingslauf Extrem 14.300 Meter, Frühlingslauf Normal 9.300 Meter, Frühlingslauf Light 5.000 Meter und Frühlingslauf Nordic Walker ebenfalls 5.000 Meter konnten gelaufen werden. So toll, es wird von jedem Jahr immer besser. Ich kann mich erinnern, wie wir angefangen haben vor ca. 30 Jahren, haben wir am Wirtshaustisch die Anmeldungen entgegengekommen bei Rachel. Und mit dem Frühling startet ja eben auch die Lauf- und Sportsaison 2013 so richtig. Und welche Highlights wird es beim Sportland Niederösterreich noch so geben? Ja, Sportland Niederösterreich, der startet jetzt erst mit vielen Veranstaltungen. Wir sind sehr stark vertreten beim Wien-Marathon jetzt. Da sind unglaublich viele Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher dabei. Und dann geht es schon weiter in St. Pölten mit dem Triathlon zum Beispiel. Es wird die Radrundfahrt, die österreichische Radrundfahrt in Niederösterreich Station machen. Bis hin zum Wachau-Marathon, im Herbst die größte Laufveranstaltung in Niederösterreich. Und Beachvolleyball ist vertreten. Fußball ist natürlich der Jugendsaison. Und ja, also es gibt sehr einiges. Wir von der Gemeinde bemühen sich natürlich auch, so ein Event, wie du auch einleiten hörst, also ein Fest, so einen Lauf, natürlich durchmächtig zu unterstützen, bis der selber im Gemeinderat dort jetzt zugeht. Und ich möchte mich wirklich noch mal ganz, ganz herzlich für die Organisation bedanken hier. Und ich glaube, das ist auch ein Applaus wert von den ganzen Leuten. Alles Gute. So, danke sehr, wir waren längst im Gemeindewettbewerb. We'll be right back.
Startschuss um 15 Uhr für die restlichen Laufbewerbe, die bis Küb und Hirschwang über Reichenau geführt wurden. Die Streckenführung der einzelnen Bewerbe war abwechslungsreich gestaltet und man konnte auch noch die herrliche Natur von Bayerbach und Umgebung genießen. Eine kleine Erfrischung für die Läufer. Diese Dame geht es ein wenig langsamer an. Das Wetter war für die Teilnehmer sehr angenehm an diesem Tag. Plus 7 Grad ist ideal zum Laufen. Wie zufrieden sind die Läufer und Läuferinnen mit ihrem Lauf? Ja, gut natürlich. Es ist immer schön, damit zu laufen, weil es halt auch der Ortslauf ist und ja. Und was fasziniert dich an dem Laufsport so? Ich mache es einfach gern. Es ist gut zum Trainieren und es macht Spaß. Ja, super. Ich bin schon das vierte Mal herinnen. Ja, war da, also war ein bisschen anders, weil er nicht mehr drüben ist bei der Schule, aber er war super. Und warum laufen Sie mit? Ja, weil ich eine leidenschaftliche Läuferin bin und weil ich Mutter von 8 Kindern bin und denen schuldig bin, dass ich überhaupt Sport betreibe. Für jeden Teilnehmer gab es selbst gebastelte Medaillen, gestaltet vom Kinderhaus in Schmitzdorf. Das Ziel ist der Weg, aber dabei sein ist alles. Wir glauben, es ist ziemlich schwer. Sonst ist es super gegangen, alles. Einmalig. Und wie war der Lauf für Sie heute? Sehr schön, weil es sehr kühl war und das ist mir am allerliebsten natürlich. Und was ist das Faszinierende am Laufsport? Oh, dass du immer wieder neu fordern kannst und neue Ziele definieren kannst. Ja. Und hier auch der Extreme, der Roman Hofer, die Startnummer 2. Bisschen anstrengend. Schlag auf Schlag. Aber gut, ist okay. Es ist die Harald Winkler, Temperatur ist super zum Laufen. Am Anfang anstrengend, aber das letzte Stückchen im Wald ist eigentlich locker gegangen. 16.
zufrieden? Ja, es ist eine abwechslungsreiche, teilweise anspruchsvolle Strecke. In ein paar Passagen ist ganz schön sicher. Ja, schöne Strecken, geht ein bisschen bergauf. Das war ideal, kann man sich nicht beschweren. Ich bin zufrieden. Ein tolles Showprogramm wurde gezeigt für die vielen anwesenden Besucher. In der Gegerhalle in Bayerbach fand dann die Siegerehrung statt. Viele Preise wurden verlost und ebenfalls viele Pokale an die Teilnehmer vergeben. Die glücklichen Sieger des 27. Bayerbacher Frühlingslauf 2013. Eine tolle Veranstaltung für Jung und Alt und für die ganze Familie. Also ich finde die Veranstaltung ganz super, sehr gut organisiert und sehr gut besucht. Ich bin eigentlich komplett sprachlos, weil wir sie nie gedacht haben, dass wir das Ergebnis, das Top-Ergebnis von 2011 mit 236 Läufern in Anbetracht der Wetterlage ja schlagen können. Wir haben es mit 263 Läufern bei Weitem geschlagen. Großes Danke an alle Läuferinnen und Läufer, das war einfach einmalig, das war wirklich ein Wahnsinn. Wie wichtig sind solche Events für die Gemeinde Bayerbach? Na, jeder Event für die Gemeinde ist wichtig. Was macht den Erfolg aus? Wichtig ist einfach beim Verein, dass das Team, das rundum am ist. Es muss ein paar Leute geben, die roten Fäden ziehen. Aber das Team, das Ganze muss funktionieren. Und wenn ich mir jetzt denke, seit 7 Uhr früh sind ja, knappe 100, nein, zwischen 90 und 100 Leute unterwegs für diese Veranstaltung nur in Bayerbach. Unentgeltlich, das ist ganz, ganz wichtig. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, nur so kann es funktionieren. Viele Leute, die alle wissen, was tun,
da braucht man nicht mehr viel reden. Wir machen dieses Verein jetzt das fünfte Jahr. Und das ist einfach wirklich lässig. Ich bin heute in der Früh aufgestanden um 6 Uhr und habe mir gedacht, ich habe eigentlich nicht mehr viel zum Tun. Jeder weiß, was er machen muss, und so kann es nur funktionieren.